Jetzt haben wir die Gelenkarmakise 6000, Maglux 6000. Und das ist ganz spannend, weil eine Gelenkarmakise sich natürlich ganz anders verhalten wird als eine Fenstermakise, weil ich die ja auskrage, weil ich meine Gelenkarme habe. Das ganze System ist wesentlich weicher und das ist für uns schon sehr spannend, dieser Test. Da freuen wir uns schon am meisten drauf. Für mich persönlich ist gerade Maglux 6000, also ist auch so unser Baby, weil wir richtig gut dran entwickelt haben. Die Rauchgeschichte ist gut, damit kann ich sehen, wo entstehen Turbulenzen und Verwirbelungen und wo bricht sich was. Damit kann ich auch die Formgebung der Profile, ob da was abgeleitet wird oder nicht abgeleitet wird, mit beurteilen halt. Die Markise selber steht wie eine 1, das ist schon klasse. Gehen wir auf 8. Also höchstwahrscheinlich wird die hochknallen. Sieht man ja, wie die jetzt so andiftet. Man sieht, das wackelt so ein bisschen, das Außerprofil, dass es hoch und runter geht, durch die Turbulenzen, aber das ist schon, die könnte ganz anders noch schlagen. Aber vom Außerprofil her ist es natürlich auch so, dass der Wind von nach oben und nach unten und dadurch kriege ich ja jetzt vom Staudruck her oben und unten das Tuch entlastet. Das heißt, die hebt sich selber auf und deswegen vibriert die nur so stark. Das ist schon gut. Wo sind wir jetzt? Immer noch. Immer auf 9. Der Versuch ist ja jetzt mit einem Sondertuch, wo wir mal so Taschen reingenäht haben und die den Unterwind nach oben hin rauslassen soll. Dass es sozusagen einen Druckausgleich gibt und damit soll das ganze Tuch halt stabiler im Wind stehen. Wenn wir mit dem Versuch durch sind, kommt nochmal eine Maglux 6000er, die dann ein normales Standardtuch drauf hat. Und da sehen wir dann den Unterschied vom Verhalten, ob es überhaupt was ausmacht oder nicht was ausmacht. Haben wir noch einen höher? Ja, ein Tor. Die Kraft, die auf dem Tuch gewirkt hat, war so groß, dass sie einfach die Markise eingefahren hat. Das heißt, das Tuch bäumt nach oben aus, die Gelenkarme knicken ein und dadurch sieht das so aus, als wenn sie eingefahren ist, allerdings ist das Tuch ja noch draußen. Und dadurch habe ich die ganze Kraft, die jetzt aufs Mauerwerk gehen würde, die habe ich ja weg. Das heißt also, dass sie jetzt aus der Wand reißen würde, würde in dem Fall nicht passieren, wenn die vernünftig befestigt worden ist. Und dadurch hat die sozusagen die Energie selbst vernichtet. Das heißt also, diese Markise könnte auch einen richtigen Sturm überstehen? Die Markise ja, meistens ist immer das Haus der Schwachpunkt. Ist so, dass die Konsolen, die Befestigung, wenn die falsch ausgelegt ist, dass da die Dübel rausreißen oder, also wir haben Fotos von Markisen, die dann richtig so eine Löcher aus der Wand rausgerissen haben, weil die eben falsch montiert worden sind, die dann nicht ins hinterliegende Mauerwerk gegangen sind, wo die Markise einfach direkt auf den Klinker befestigt wird, was an sich nicht zulässig ist. Und bei solchen Befestigungen wird die halbe Klinker mit weggerissen.